Man hat mir gesagt, ich soll das nicht sagen, aber die längste Zeit habe ich mir immer gewünscht, jemand anders zu sein. Oder zumindest in einem anderen Körper. Soweit ich mich zurückerinnern kann, war ich immer das hübscheste Mädchen in der Gegend. Und schon mit 5 Jahren sprachen mich sogar Fremde an und sagten mir, wie hübsch ich sei und dass ich so ein schönes Lächeln hätte. Ich versuchte es zu verbergen. Denn manchmal hatte ich genug von den Komplimenten und beschloss, so unattraktiv wie möglich zu sein, indem ich schlecht sitzende Kleidung trug oder nicht lächelte. Aber es schien, dass ich meine Schönheit nie verbergen konnte. Erschwerend kam hinzu, dass ich eine Menge Instrumente spielen konnte, mehr als ich zählen konnte. Mein Vater erkannte meine Faszination für die Musik und war überglücklich. Er beschloss, mir so viel wie möglich beizubringen und wir verbrachten fast jede freie Zeit zusammen mit dem Spielen von Musikinstrumenten. Er begann mit dem Klavier und ich konnte sehen, wie er von einem Ohr zum anderen grinste, als ich es spielen konnte. An dem Tag, an dem ich es endlich beherrschte, gingen wir in mein Lieblingsrestaurant. Ich durfte bestellen, was ich wollte. Kann ich ein Schokoeis haben? Natürlich, Süße. Aber wenn ich du wäre, würde ich nicht so viel davon essen. Warum? Zu viel Eis kann deine Zähne zerstören und niemand will einen Klavierspieler mit fehlenden Zähnen. Nachdem ich Klavier gelernt hatte, entschied mein Vater, je nach meinem Interesse an dem Instrument zum anderen zu wechseln. Er hat mir nie ein Instrument aufgezwungen oder aufgedrängt. Tatsächlich war ich oft diejenige, die ihn störte, damit er mir ein Instrument beibringt. Und er war immer wieder mit einem Lächeln auf dem Gesicht einverstanden. Das Lernen und Spielen mit meinem Vater war für uns beide immer ein Vergnügen. Er nannte mich ein musikalisches Genie, weil ich so schnell lernte und schon nach kurzer Zeit so gut spielen konnte. Er beschloss, mich bei einigen musikalischen Talentwettbewerben anzumelden. Und ich war meiner Konkurrenz meilenweit voraus und gewann jeden einzelnen mit Leichtigkeit. Die meisten Wettbewerbe, an denen ich teilnahm, fanden statt, als ich kaum 10 Jahre alt war. Und ich gewann gegen Kinder, die 4 oder 5 Jahre älter waren. Mein musikalisches Talent brachte mir viele Bewunderer ein, aber auch eine Menge Neid. Und überraschenderweise kam der meiste Neid von Mädchen. Das beschränkte sich nicht nur auf die Mädchen in meiner Schule, sondern es schien, dass sich jedes Mädchen, was ich traf, eifersüchtig wurde. Klick auf den Liken- und Abonnier-Button, um zu zeigen, dass ihr nicht eifersüchtig seid. Bis zur Highschool hatte ich kaum weibliche Freunde und wenn ich welche hatte, dann schienen sie nicht bei mir zu bleiben, nachdem sie rausgefunden hatten, wie talentiert ich war. Fred, warum habe ich keine Freunde? Sagte ich zu meinem Zwillingsbruder. Das beschäftigte mich. Mira, wer sagt denn, dass du keine Freunde hast? Du hast mich, sagte Fred und lächelte. Du zählst nicht, du bist mein Bruder. Das ist so verletzend, sowas zu sagen. Du brichst mir das Herz, Mira, antwortete er, indem er sich spielerisch auf die Brust fasste und ein gebrochenes Herz vortäuschte. Ich meine es ernst, Fred, du hast so viele Freunde, aber ich habe keine. Nun, da du ernsthaft sein willst, würde ich sagen, das liegt vielleicht daran, dass sie von dir eingeschüchtert sind. Eine Bedrohung? Inwiefern bin ich eine Bedrohung? Weil du eine Menge Dinge kannst, die sie nicht können. Außerdem bist du extrem klug und schön und ich schätze, sie sind neidisch. Ich hörte ihm zu und dachte ein wenig darüber nach. Ich schätze, er hatte recht. Sie waren eingeschüchtert von allem, was ich konnte und von der Tatsache, dass ich auch noch schön und klug war. Ich versuchte, mehr weibliche Freunde zu finden, aber das ging alles schief. Mit Jungen hatte ich keine Probleme, denn sie schienen mich alle zu mögen, manchmal sogar ein bisschen zu sehr. Mein Bruder war mein engster Freund und Vertrauter und ich war ein sehr unkomplizierter und sympathischer Mensch, der viele Freunde hatte. Und da wir viel zusammen waren, wurden seine Freunde langsam auch meine Freunde. In der Schule ging ich an einem leuchtenden Plakat vorbei und blieb stehen, um es mir anzusehen. Darauf waren Informationen über einen Modelwettbewerb zu lesen, der in der Schule stattfinden sollte. Jeder und jede war eingeladen, daran teilzunehmen. Als ich das Plakat weiterlas, war ich plötzlich von 3 Mädchen umgeben. Eine von ihnen konnte ich erkennen. Ihr Name war Tabitha und sie war in der Schule gut bekannt. Ich hatte keine Ahnung, wer die anderen beiden Mädchen waren. Wahrscheinlich ihre Freundinnen. Hey, du heißt Mira, richtig? Fragte Tabitha. Ja, stimmt irgendwas nicht? Denkst du darüber nach, dich für den Wettbewerb anzumelden? Fragte sie und deutete aufs Plakat. Nun, ich hab's gerade erst gesehen, aber ich glaube nicht, dass ich mich anmelden werde. Warum? Komm schon, sag mir nicht, dass du schüchtern bist. Was hast du schon zu verlieren? Außerdem wirst du einen super schönen Körper präsentieren. Ich denke, du hast eine gute Chance zu gewinnen. Wirklich? Glaubst du das? Ich war überrascht und begeistert von diesem Vertrauensbeweis.
Wenn jemand etwas von Schönheit verstand, dann war es sicherlich Tabitha. Sie war eines der schönsten Mädchen an der Schule. Natürlich denke ich das. Findet ihr nicht auch? Fragte sie und deutete auf die Freundinnen. Sie nickten zustimmend und sagten, warum sie der Meinung waren, dass ich mich anmelden sollte. Sie boten mir auch an, mir Tipps zu geben und mir dabei zu helfen, die besten Chancen zu haben, den Wettbewerb zu gewinnen. Ich war überrascht über ihr Angebot und über diese Herzlichkeit und Freundlichkeit mir gegenüber. Vielleicht konnte ich endlich ein paar Freundinnen haben. Wir unterhielten uns noch eine Weile, bevor sie gingen und mich mit einem Lächeln zurückließen. Sie hatten mich schließlich überzeugt, mich für den Wettbewerb anzumelden. Und das wollte ich. Der Tag des Wettbewerbs kam und ich traf mich mit Tabitha und ihren Freundinnen. Sie brachten mir ein Kleid mit, das ich anziehen sollte, wie wir es abgesprochen hatten. Tabitha sagte, es sei eins von ihren. Wahnsinn! Sie schenkte mir sogar ihr Kleid. Sie war eine wahre Freundin. Ich trug das Kleid und es passte perfekt. Danke für das Kleid, Tabitha. Ich weiß es so zu schätzen. Nicht zu danken. Hör auf, mich Tabitha zu nennen. Nenn mich Tabi, wie meine Freunde. Okay, Tabi. Wow. Wie wäre es mit ein bisschen Make-up? Tabi bot mir an, jeder braucht ein bisschen Make-up. Ich bin wirklich kein Fan von Make-up. Ich benutze nie Make-up, wandte ich ein. Komm schon, nur ein bisschen. Außerdem werden alle, die bei diesem Wettbewerb mitmachen, Make-up tragen. Na gut, seufzte ich. Nur ein bisschen, gab ich nach. Ich saß ein paar Minuten lang da, während Tabi das Make-up auftrug. Ich muss zugeben, dass sie sich ziemlich gut schminken konnte und es schien, meine Schönheit zu unterstreichen. Aber ich wusste, dass ich mich nicht daran gewöhnen durfte, denn ich wusste nicht, wann ich das nächste Mal mich dazu entschließen würde, Make-up zu tragen. Du siehst umwerfend aus, erklärte Tabi. Hier, trink das. Das ist eine von Tabis Freundinnen und sie reichte mir eine Dose. Was ist das? Das ist ein Energy-Drink, um deine Energie aufrechtzuerhalten. Modelwettbewerbe sind bekanntermaßen zeitaufwendig und kräftezehrend. Also brauchst du das, um bei Kräften zu bleiben, antwortete Tabi. In Ordnung, sagte ich und leerte den gesamten Inhalt. Nachdem ich den Energy-Drink ausgetrunken hatte, reichte Tabi mir noch etwas mit einem runden Behälter. Es enthielt Sahne. Bevor ich fragen konnte, was es war, sagte Tabi zu mir, diese Creme wird verwendet, um Schwitzen zu verhindern. Schweiß ruiniert leichtes Make-up, weißt du? Es wird sehr heiß sein mit den hellen Lichtern inmitten der Halle. Du wirst es auf deinen Hals, deine Arme und alles andere auftragen. Es bringt dich zum Strahlen und lässt dich gut aussehen. Okay. Ich trug die Creme wie angewiesen auf und wir machten ein paar Selfies zusammen. Und bald war ich an der Reihe. Ich wurde auf den Laufsteg gerufen und lief so, wie Tabi und die Freunde es mir beigebracht hatten. Ich hörte den Beifall der Anwesenden und das ermutigte mich. Doch auf halbem Wege begann meine Haut zu jucken und zwar genau an den Stellen, wo ich die Creme aufgetragen hatte. Was war das denn? Was war geschehen? Außerdem bemerkte ich, dass ich fast augenblicklich große rote Quaddeln auf meiner Haut bekam. Ich versuchte, so gut es ging, sie zu ignorieren und ich musste mich beherrschen, um mich nicht zu jucken. Ich ging weiter, aber schon bald wurde ich schläfrig und begann doppelt zu sehen. Ich blieb kurz stehen und versuchte etwas zu sagen oder um Hilfe zu rufen. Aber so sehr ich mich auch bemühte, ich konnte meine Lippen nicht bewegen und irgendeinen erkennbaren Laut von mir geben, da ich Schwierigkeiten hatte, mich vorwärts zu bewegen. Ich beschloss, rückwärts zu gehen, was für einen Bruchteil einer Sekunde funktionierte, bis meine Ferse abbrach und ich spürte, dass das gesamte Gewicht meines Körpers auf die Knöchel fiel. Alles schien sich in Zeitlupe zu bewegen, als ich zusammensackte und mit dem Kopf gegen etwas stieß. Meine Sicht wurde schwächer, meine Augen schlossen sich, bevor alles schwarz wurde. Ich sah, wie Tabi und ihre Freunde lachten und auf mich zeigten. Einer von ihnen machte sogar noch Fotos, dann wurde alles schwarz. Ich war nicht überrascht, als ich einige Stunden später im Krankenhaus aufwachte. Meine Eltern waren neben mir, als ich aufwachte, und ich konnte die Erleichterung in ihren Gesichtern sehen, als ich die Augen öffnete und sprach. Es war offensichtlich, dass sie die ganze Zeit, in der ich bewusstlos war, bei mir gewesen waren. Der Arzt kam herein und erklärte, dass der Energy Drink, den ich zu mir genommen hatte, die Ursache für die Schläfrigkeit war und den Zusammenbruch. Er sagte auch, dass die Creme der Hauptverursacher für die Striemen auf meinem Körper seien. Zum Glück sagte er, dass die Auswirkungen nicht dauerhaft seien und mir einige Medikamente helfen würden. Ich war eine Woche lang im Krankenhaus und als ich wieder in die Schule kam, suchte ich sofort nach Tabi und ihren Freundinnen. Ich suchte den ganzen Tag lang in der Schule nach ihnen, bis ich später erfuhr, dass sie nicht in der Schule waren. Tatsächlich würden sie nie wieder in der Schule sein, denn sie sind der Schule verwiesen worden, dank meines Bruders, der dafür sorgte, dass alle notwendigen Beweise gegen sie gesammelt wurden. Er gab nicht eher Ruhe, bis sie bestraft worden waren. Ich war Gott dankbar, dass er jemanden wie mir als Bruder gegeben hatte.
Obwohl die Mädchen weg waren, konnten weder mein Bruder noch ich etwas gegen die Bilder von mir tun, auf denen ich mit Striemen übersät war und komisch aussah, denn die waren im ganzen Internet verbreitet worden. Es gab eine beträchtliche Anzahl von Leuten, die sie gesehen hatten. Dank der kurzen Aufmerksamkeitsspanne und der nicht enden wollen Fülle anderer interessanter Gesprächsthemen war mein Vorfall zum Glück bald vergessen und alles ging wieder seinen gewohnten Gang. Naja, für alle anderen. Nach dem Vorfall flehte ich meine Eltern inständig an, mich auf eine andere Schule anzumelden, da ich dorthin nicht zurückkehren wollte. Und dann stimmten sie schließlich zu und ich wechselte auf eine andere Schule. Mein Bruder wechselte ebenfalls auf meine Schule, und zwar aus eigenem Antrieb, denn wie er sagte, musste er mich beschützen und dafür sorgen, dass ich in Sicherheit war. In der neuen Schule drohte das Gleiche zu passieren, denn die Mädchen begannen mich zu verachten. Ich trat den Mädchenclubs bei, um mich ihnen anzunähern, aber da ich sie ständig bei jeder Gelegenheit übertraf, schienen sie mich nur noch mehr anzustacheln. Ich beschloss, mich nicht mehr um ihre Akzeptanz zu kümmern und schloss mich den jungen Gruppen an, wo ich mehr akzeptiert wurde und mich wohlfühlte. Ich beschloss, dort zu bleiben und mein Schulleben so zu akzeptieren, wie es war. Und wir gingen weiter zur Schule. Schon bald machten mein Zwillingsbruder und ich unseren Schulabschluss und gingen aufs College. Auf dem College war ich angenehm überrascht, dass die Dinge anders waren. Alle, sowohl Jungen als auch Mädchen, mochten und akzeptierten mich gleichermaßen. Mein Bruder freute sich, dass ich endlich ein normales Leben führen durfte. Ich bin froh, dass sich mein Leben so entwickelt hat. Wenn du jemals etwas Ähnliches erlebt hast, teile es bitte in den Kommentaren mit. Vergiss nicht, das Video zu abonnieren und zu liken.